So, herzlich willkommen zurück zu unseren Happy-Knitting, wollte ich schon sagen. Happy Halloween Crochet-Along Teil 11. Und heute häkeln wir auch wieder zusammen vier Reihen. Und unser Tuch gewinnt immer mehr an Größe. Aber wir wollen nicht lange erzählen. Wir wollen gleich beginnen. Erstmal suche ich meine Schlaufe hier wieder. Das ist ja immer am Anfang ein bisschen friemelig. So. Vier Luftmaschen. Und drei Stäbchen in die erste Masche. Dann häkeln wir 20 offene Kästchen. Also ihr macht davon 20 Stück und dann sehen wir uns gleich wieder. So, okay, wenn wir unsere 20 Kästchen haben, sieht das denn das Ganze so aus? Von hier bis darüber. Und da kommen wir an. So, jetzt machen wir ein zues Kästchen. Und drei offene Kästchen. Ein zues Kästchen. Sechs offene Kästchen. Das Ganze sieht dann so aus. Sechs Stück brauchen wir davon. So, sechs Stück. Und jetzt machen wir acht geschlossene Kästchen. Also hiervon acht Stück machen. So, meine acht offenen Kästchen habe ich von hier. Acht zuen Kästchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ja. Und jetzt folgen 17 offene Kästchen. Also von diesen hier brauchen wir 17 Stück. So, ich habe meine 17 offenen Kästchen gemacht. Beginn von hier, zieht sich bis zu diesen durch. So, jetzt kommen wieder unsere acht geschlossenen Kästchen. Nummer 1. Ups. Davon acht Stück. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, die acht geschlossenen Kästchen von hier. Da, bis hier durch. Und da komme ich an. Das sind unsere acht geschlossenen Kästchen. Jetzt folgen sechs offene Kästchen. Das heißt, hiervon macht ihr sechs Stück. Bis gleich. So, ich habe meine sechs gemacht und mache jetzt weiter mit einem geschlossenen Kästchen. Drei offenen Kästchen. Und wieder einem geschlossenen Kästchen.
So. Und jetzt machen wir wieder 20 offene Kästchen. Also hiervon macht ihr jetzt 20 Stück und dann sehen wir uns gleich zu der letzten Masche wieder. Bis gleich. So, ich habe meine 20 Kästchen gemacht. Von hier an bis da durch. Und jetzt kommt mein letztes. Also das ist jetzt das 20. Kästchen. Und jetzt kommt die letzte Masche. Da machen wir wieder drei Stäbchen insgesamt. Und ein Doppelstäbchen. Und dann haben wir unsere erste Reihe für Teil 11 geschafft. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen wieder. Wenden. Drei Stäbchen. Und jetzt macht ihr 21 Luftmaschen, offene Kästchen. 21 offene Kästchen, so wie die. Und dann sehen wir uns gleich wieder. 21. So, meine 21 offenen Kästchen habe ich gemacht. Von hier an bis hierhin sind 21 Kästchen, offene Kästchen. Jetzt kommt ein geschlossenes Kästchen. Drei offene Kästchen. Und ein geschlossenes Kästchen. So. Jetzt machen wir 7 offene Kästchen. Davon 7 Stück. Bis gleich. So, meine 7 offenen Kästchen. Sieht das Ganze jetzt so aus. Und jetzt machen wir 6 geschlossene Kästchen. Also von diesem hier. Macht ihr 6 Stück. Bis gleich. 6 habe ich gemacht. Von da. Bis da. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und jetzt machen wir 19 offene Kästchen. 19 Stück von denen hier. Davon 19 Stück. Bis gleich. Okay, 19 Stück habe ich gemacht. Das sieht jetzt folgendermaßen aus. Von hier bis nach hier durch. 19 Stück. Jetzt kommen wieder 6 geschlossene Kästchen. Also, davon macht ihr 6 Stück. Bis gleich. Okay, auch das habe ich geschafft. Das sind jetzt von hier bis hier 6 zu Kästchen und jetzt kommen wieder 7 offene Kästchen. Also ihr macht von diesen hier wieder 7 Stück. So, muss das denn aussehen, wenn ihr eure 7 offenen Kästchen gemacht habt? Und jetzt folgt wieder ein geschlossenes Kästchen. Und drei offene Kästchen. Und ein geschlossenes Kästchen. Okay.
Wenn wir das haben, machen wir wieder 21 offene Kästchen. Ups. Also hiervon 21 Stück. Und wir sehen uns gleich zur letzten Masche von unserer zweiten Reihe wieder. Bis gleich. Okay. 21 sieht jetzt so aus von hier bis da durch. Und jetzt kommt mein 21. Kästchen, was ja gleich mit der letzten Masche wieder verbunden ist, wo wir drei Stäbchen reinhäkeln. Und ein Doppelstäbchen. So, vier Luftmaschen und drei Stäbchen. So, und jetzt machen wir 18 geschlossene Kästchen. Genau, das waren die ersten zwei. Eins, zwei und davon machen wir 18 Stück. Bis gleich. So, meine 18 geschlossenen Kästchen sehen jetzt so aus. Und weiter geht's mit vier offenen Kästchen. So, vier Stück. Jetzt machen wir zwei geschlossene Kästchen. Zwei. Zwei offene Kästchen. Und zwei geschlossene Kästchen. So sieht das denn aus, was wir eben gemacht haben. Und nun folgen sieben offene Kästchen. Also hiervon macht ihr sieben Stück. Bis gleich. Okay, so sieht das jetzt aus mit den sieben geschlossenen Kästchen. Und jetzt mache ich noch ein bisschen. Machen wir vier geschlossene Kästchen. So, vier geschlossene Kästchen haben wir gemacht. Und jetzt machen wir 21 offene Kästchen. Also ihr macht von diesen Kästchen 21 Stück. Bis gleich. So, wir haben unsere 21 Kästchen gemacht. Von hier beginnen bis hier durch. Und machen jetzt vier geschlossene Kästchen.
So, da haben wir unsere vier geschlossenen Kästchen. Und jetzt machen wir wieder sieben offene Kästchen. Davon sieben Stück und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe meine sieben geschlossenen Kästchen. Jetzt kommen sieben offene Kästchen. Jetzt kommen zwei geschlossene Kästchen. Zwei geschlossen, zwei offene Kästchen, zwei geschlossene Kästchen, und jetzt folgen vier offene Kästchen. Vier Stück. Und jetzt machen wir wieder unsere 18 geschlossenen Kästchen. Also davon 18 Stück und dann sehen wir uns gleich bei der letzten Masche der dritten Reihe wieder. Hui! Okay, das waren jetzt 18 geschlossene Reihen. Und jetzt machen 18 geschlossene Kästchen, nicht rein. Und jetzt machen wir drei Stäbchen in die letzte Masche. Und ein Doppelstäbchen. Und die dritte Reihe ist beendet. Jetzt kommt die letzte Reihe für heute. 1, 2, 3, 4. Arbeit wenden. 3 Stäbchen. Abgerutscht. 3 Stäbchen. So. Und jetzt machen wir 20 geschlossene Kästchen. Also. Das hier ist das erste Kästchen. Und wenn ihr davon 20 habt, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, ihr Lieben. Nochmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und das 20. Kästchen. Also ich habe die 20 Kästchen gemacht. Das ist jetzt immer alles ein bisschen mit Zählen und so verbunden. Aber es ist ja halt ein Motivtuch, muss ja gezählt werden. So, jetzt machen wir vier offene Kästchen. Zwei, drei, vier. Ja. Und ein geschlossenes Kästchen. Drei offene Kästchen. Also wie gesagt, diese Zählmuster findet ihr immer in den Kommentaren auf meiner Facebook-Seite unter dem jeweiligen passenden Video. Immer mal drauf achten. Ich versuche das immer regelmäßig zu posten und auch gleich den Kommentar drunter zu setzen. Drei offene. Und jetzt kommen sechs geschlossene Kästchen.
Also, hiervon brauchen wir jetzt 6 Stück. Bis gleich. Also, 6 Zugkästchen. Und jetzt folgen wieder 3 offene Kästchen. Ein geschlossenes Kästchen. Zwei offene Kästchen. Ein geschlossenes Kästchen. Und 19 offene Kästchen. Davon braucht ihr 19 Stück. Bis gleich. So, meine 19 offenen Kästchen habe ich gemacht. Habe ich gehäkelt. Und jetzt kommen wir zu einem offenen Kästchen. Ein geschlossenes Kästchen natürlich, Entschuldigung, 2 offene Kästchen. Ein geschlossenes Kästchen. Drei offene Kästchen. Und 6 geschlossene Kästchen. Also davon 6 Stück. Bis gleich. So, meine 6 geschlossenen Kästchen. Folgen wieder 3 offene Kästchen. Ein geschlossenes Kästchen. Und 4 offene Kästchen. Stück. Und jetzt kommen wieder unsere 20 geschlossenen Kästchen. Also davon 20 Stück. Und dann sehen wir uns zu der letzten Masche von unserer letzten Reihe heute gleich wieder. Ja. So, meine 20 geschlossenen Kästchen sind fast fertig. Jetzt kommt meine letzte Masche mit den 3 Stäbchen. 1, 2, ups, und 3 und das Doppelstäbchen. Und dann sind wir durch für heute, ihr Lieben. Ihr habt es geschafft. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr haltet auch noch fleißig durch. Genau. Das war Teil 11. Ich habe jetzt mal zusammengerechnet schon mal. Wir kommen auf 25 Teile. Das heißt, die Videos sind vor dem 31. fertig. Und ihr habt noch genug Zeit. Macht euch bloß keinen Stress. Wenn ihr auch mal an einem Tag nicht viel reinschafft, ist das gar nicht schlimm. Alles ist gut. Ja? Ansonsten, ich brauche so circa jetzt eine Stunde. Für 4 Reihen, damit ihr mal so ein Beispiel habt, ja, weil ich verkürze die Videos ja
weil sonst wird es zu langwierig. Und ich brauche so circa für die 4 Reihen jetzt eine Stunde, damit ihr mal so ein Maß habt. Okay, dann sehen wir uns morgen zu Teil 12. Macht's gut!